Bei diesem Anblick kann man es durchaus mit der Angst zu tun bekommen. Ganz in schwarz gekleidete Muskelpakete, die den Hakka tanzen. Ganz klar, hierbei muss es sich um eine neuseeländische Rugby-Auswahl handeln. Die New Zealand Ambassadors sind eine Auswahl in Europa Rugby spielender Neuseeländer. Die Ambassadors trafen am Samstag in Frankfurt auf die deutsche 15er Rugby-Nationalmannschaft. Für das deutsche Team war das der erste und letzte Test vor dem Start in die neue Europameisterschaftssaison. Nationaltrainer Thorsten Schippe musste auf 5 wichtige Kräfte verzichten, war mit dem Ersatz aber durchaus zufrieden. Wir haben einige Ausfälle gehabt bei den Stürmern. Unser etatmäßiger Kapitän ist ausgefallen, einige andere auch noch. Alex Haug hatte Probleme mit dem Rücken. Das ist sowieso schon immer eine Baustelle, die Stürmer im deutschen Rugby. Und so langsam entwickelt sich was und die ganzen jungen Leute, die jetzt da sind, haben sich heute präsentieren können. Und das war auch in Ordnung, das war gut. Und sie haben alle einen guten Job gemacht. Und jetzt gucken wir mal, dass wir in der nächsten Zeit daran arbeiten können. Insgesamt konnte Schippe mit seinen Löwen, wie die Rugby-Nationalmannschaft genannt wird, zufrieden sein. Zwar gingen die Neuseeländer zunächst in Führung, doch die Deutschen zeigten sich keineswegs eingeschüchtert und gingen nach einem Dropgoal von Rainer Parkinson und einem Versuch von Alexander Hug sowie der anschließenden Erhöhung durch Parkinson in der 24. Minute erstmals in Führung. Kurz vor der Pause rissen die Neuseeländer die Führung wieder an sich. Nach dem Seitenwechsel legten aber Kieran Manawatu und Peter Jordan jeweils einen Versuch, sodass Deutschland mit 22-14 in Führung ging. Den Neuseeländern gelang es durch 2 Straftritte des Frankfurters Tim Manawatu auf 22-20 zu verkürzen, doch am Ende sprang nicht mehr für sie heraus, sodass die Deutschen am Ende vor 700 Zuschauern die Nase vorn behielten. Ja, 2 Punkte vor und gewonnen. Das ist erstmal die erste Aussage. Die zweite ist natürlich, dass es uns sicherlich Selbstvertrauen gibt. Und für die Jungs, für die Mannschaft ist es unheimlich wichtig, weil das der Einstieg in die internationale Saison ist. Und wir haben vorher hart trainiert und wir wissen auch, dass es sehr schwer ist, in so eine Saison einzusteigen. Also die nächsten Aufgaben sind natürlich sehr schwer mit der Ukraine und mit Polen. Und für uns ist es unheimlich wichtig zu sehen, wie die jungen Leute reinwachsen können. Das war uns von Bedeutung, von großer Bedeutung und das hat ganz ordentlich funktioniert.